Hallo, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man Texture Packs in Minecraft installiert. Und da habe ich auch schon mal vor 2 Jahren ein Tutorial gemacht, das habe ich nur eine 4 hochgeladen. Vielleicht man kann nichts erkennen. Und jetzt heute mache ich das in 1080p und das erste, was ihr macht, ist auf die Seite gehen, mytexturepack.com, Link in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch die Tipps runterladen, aber es geht auch hier direkt bei Google, also wenn ihr wisst, wie das Texture Pack heißt, dann einfach das Seite runterladen zum Beispiel, oder manche YouTuber auch das Texture Pack in der Videobeschreibung ist einfach kopieren, dann irgendwie bei Google einfügen oder so halt, ne, und dann danach suchen. Und ja, ich mache auf dieser Seite hier, weil es einfach ist, und da könnt ihr mal gucken hier für Texture Packs, es gibt zum Beispiel Scribble, Nanotus, was? Oder Facebook oder so, keine Ahnung. Oder hier, Riverwood. Was war hier? Riverwood, das hier. Los. Riverwood. Und dann können wir hier ein paar Bilder hier auf die Review gucken. Das ist Texture Pack. Und wenn euch gefällt, dann klickt ihr auf euch Download und es wird heruntergeladen. Und wenn wir nun dieses Texture Pack hier runtergeladen haben, dann drücken wir Windows-Taste plus R. So, wenn wir nun Windows-Taste und R gedrückt haben, dann gehen wir hier in den App-Data-Ordner, dann nach dem Rooming und dann in Punkt Minecraft. Und da haben wir jetzt hier ganz viele Ordner und da suchen wir auch den Rasher Packs Ordner raus. Ich habe ja schon ein paar Texture Packs installiert. Das macht nichts. Wir ziehen jetzt einfach das Riverwood.zip oder beziehungsweise euren Namen des Texture Packs und dann .zip einfach hier rein. Texture Packs verschieben. Und dann müsst ihr einfach nur noch Minecraft neu starten. In Minecraft angekommen ist nur noch auf Optionen, Ressourcen, Pakete. Und dann jetzt einfach nur noch das Texture Pack aussuchen. Da ist Riverwood und dann fertig drücken und dann hätten wir das Texture Pack installiert. Das sieht jetzt mir noch nichts, weil es mir nur Blöcken mit dem Blöcken ist, aber es hat wird funktioniert. Gut, das wäre es dann gewesen von diesem geupdateten Weltvideo von Texture Pack installieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ist eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.